Es ist das emotionale Comeback bei den Berliner Kurzbahnmeisterschaften der Masters. Die 87-jährige Ingrid Siegert stürzte im Juni bei einer Vollbremsung der Straßenbahn schwer. Dabei verletzte sie sich am Halswirbel und an der Schulter. Lange Zeit war sie mit einer Halskrause unterwegs, doch dieser harte Rückschlag hält sie nicht davon ab, wieder ins Wasser zu steigen. Ich bin überglücklich, dass es mir heute gelungen ist, trotz übler vergangener Zeit, Wochen, Monate nach einem schweren Unfall, dass ich es wieder geschafft habe, im Wasser zu sein. Neben Ingrid Siegert nehmen über 100 verschiedene Schwimmer im Einzel und in der Staffel teil. Dabei treten die Teilnehmer in verschiedenen Altersklassen gegeneinander an. So auch Antje Knödel, die gemeinsam mit Franziska von Almsig 1994 zu deutschen Rekord im 4x50 Schmetterling schwamm. Es sind einige Bestzeiten dabei und ansonsten sehr nah dran. Also ja, genau. Eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut. Ja. Eigentlich super Zufriedenheit. Neben den Bestzeiten lebt dieser Wettkampf vor allem vom großen Miteinander der vielen Teilnehmer, die dabei aus verschiedenen Generationen aufeinandertreffen. Wenn ich in dem Alter noch so schwimmen könnte, wäre das natürlich wunderbar. Also natürlich, was ich damit verbinde, ist ganz, ganz großen Respekt für die Leistungen, die hier erbracht werden. Das ist der Wahnsinn. So bleibt der Star in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Ingrid Siegert, die sogar ihre persönliche Bestzeit vor dem Unfall noch übertroffen hat. Für uns hat sie noch eine ganz wichtige Botschaft. Ich will unter Menschen, ich will meinen Sport haben, ich möchte schwimmen. Und der Gipfel des Ganzen, der ist sogar Wettkampfschwimmen. Ein tolles Comeback, das uns allen zeigt, wie wichtig Sport und Emotionen in jedem Alter sind.